Tag 63. Ich habe in einem brennenden Haus geschlafen. Es war interessant. Leider ist der Blitz ins Haus eingeschlagen und ich werde es wohl nicht retten können. Ich habe es versucht zu löschen, aber ich habe keine Chance. So, schauen wir uns nochmal unseren Charakter an. Merkt euch mal die Werte. Und jetzt essen wir eine Rosine. Rosinen aus Trauben hergestellt. Das vergessen wir mal. Okay, bringt ein bisschen was. Aber... ich glaube nicht, dass es so mega ist. Die Kokosnusspalme mache ich mal lieber weg. Also habe ich hier gleich ein Feuer. habe ich hier gleich ein Feuer, ja. Okay, so viel bringt das gar nicht. Ich kann es nicht abreißen. Ich finde es doof, dass es das so ist. Wir haben übrigens keine Erholung gehabt, wo wir in dem brennenden Haus geschlafen haben. Kann ich jetzt nicht ändern. Ich fuck nichts anderes ab. Und hier haben wir einen Zwergenhut gefunden. Sehr gut. Komm mal her. Wenn man davon ein paar hat, kann man hier echt schön Schmetterlinge sammeln jeden Tag. Da kommt bestimmt was ordentliches dabei raus. Und fehlen bloß noch Bretter. Sparen wir jemals nochmal 500 Gramm jedes Mal. Ich komme einfach später wieder und schau mal, was noch da ist. Ich meine, ich hätte noch die Großhütte zur Not. Aber ich finde es echt, also ich finde das echt immer doof, wenn dieser Karte hier das alles abfackelt. 31, das sind 7 Bäume gerade mal. Also 7 Baumstämme. Die kriegen wir doch heute locker zusammen. Ich esse erstmal eine Bitterwurzel. Dann esse ich was davon. Und dann können wir auch den Tag überstehen. Ich bereue gerade, dass ich die ganzen Flaschen dafür verwendet habe, aber... naja, was soll's. Es ist jetzt halt ein bisschen doof, dass dieses Gebäude... es ist zwar schön, dass dieses Gebäude so viel aushält, ist jetzt aber auch blöd, dass es so viel aushält, denn es hat nun eine sehr, sehr viel Zeit, die anderen umliegenden Sachen in den Brand zu stecken. Ich glaube, da ist ein Löwe hinter. Wow, das hat mich schon ein bisschen erschreckt. Ich wusste, dass er da ist, das hat mich trotzdem erschreckt. Es hat geklappt. Ist manchmal so, ist es sogar noch schlimmer. Wenn man weiß, dass etwas kommt und dann kommt es plötzlich wirklich. Kann ich die eigentlich auch zu Saft pressen? Habe ich noch nie versucht. Boah, wie unglaublich viele Birnen hier drauf hängen. Mal gucken. Ich mache jetzt erstmal die Bretter fertig. Bauen wir ein großes Haus. Und dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas haben. Was wir bauen können. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Okay, 7 Stück muss ich herstellen. Gut, das hinten mal angezeigt, wie viel wir schon haben. Äste habe ich auch noch zur Not. Habe jetzt genug gesammelt, glaube ich. Kriege ich die große Hütte fertig? Cool. Wie gesagt, ein Gebäude, was ich bisher noch nie hatte. Oh, ich wollte in einen Abend ja eigentlich noch Baumwolle verarbeiten, fällt mir gerade ein. Echt, ich nehme erst 1 Stunde 15 auf. Das geht ja echt noch. Die Mine ist dann auch relativ schnell errichtet, das weiß ich. Wenn das andere jetzt so gut funktioniert hat. Auf der Löweninsel werde ich dann auf der Löweninsel werde ich dann schlauer bauen und auf unserer eigenen Insel werde ich dann auch deutlich schlauer bauen. Da werde ich auch die Sachen abreißen, die wir wirklich nicht mehr brauchen, weil dann gibt es auch kein Feuer, dass irgendwas passieren könnte. Ich versuche jetzt nochmal das Häuschen zu zerstören.
Weil ich echt Schiss habe, dass hier irgendwas abfackelt, was wichtig ist. Obwohl hier eigentlich nichts in der Nähe ist, was brennen könnte. Dieser Busch könnte brennen. Zerstören wir das letzte bisschen Grün, was wir noch haben. Jetzt dürfte eigentlich nichts in der Umgebung anfackeln. Okay, das könnte anbrennen, das könnte das anstecken und das hier auch, aber dann ist Schluss. So, wollen wir doch mal sehen, was das große Haus so zu bieten hat. Oder auch nicht. Ja, das kann man tatsächlich anbieten, muss ich sagen. Und sogar einen kleinen Notvorrat hier drin. Was? Mit Treppen, mit denen man, an die man nicht hochkommt. Ich glaube, ich werde in Zukunft hier drin schlafen. Kann ich das Ding ausbauen? Schade. Ah, das ist sehr, sehr schade. Wenn man das jetzt wieder Hütte ausbauen könnte, wäre das, glaube ich, richtig cool. Wenn man da Fensterläden und sowas einbringen könnte noch. Ich werde trotzdem hier drin schlafen, glaube ich. Ich hätte es mir ja hier dran bauen können, dann könnte ich rüberspringen. So. Gebäude haben wir nichts weiter. Lager. Ich könnte euch noch das Fass mal zeigen. Baustelle angelegt. Brauche ich noch 3 von den Metallbolzen. Von den Zweigen könnte ich mir noch ein paar zurückholen jetzt. Aber nur damit wir mehr Platz haben. Hier ein Lager. So, jetzt brauche ich ja gerade nicht so viel. Wo habe ich denn das Fass? Ach ja. Das Fass hat man normalerweise einfach nicht zur Verfügung, weil man hat einfach die Eisenstäbe nicht, weil man keinen Eisen hat. Das heißt, man findet gleich am Anfang was, dann kann man Glück haben, aber ich glaube, dann kann man sich herstellen. Weil man muss ja mindestens basteln 100 haben. Und deshalb baut man normalerweise anfangs immer die Kiste zuerst. Fast, passen 30 Kilo rein. In die Kiste passen, glaube ich, mehr. Aber ein Fass ist eigentlich wunderbar, um Nahrungsmittel zu lagern, finde ich. Oh, passen auch 30 rein. Nimmt sich gar nichts. War da was anderes? Ah ja, hier brauche ich 4 Baumstämme halt. Die sind auch anfangs ein bisschen schwierig zu bekommen. Die Reuse wollte ich noch bauen, genau. Und dann fehlt bloß noch die Mine. Haben wir hier noch irgendwas gekriegt? Das explosive Fass will ich noch bauen. Schlafen wir doch nochmal drin. Ach, ich schlafe im neuen Haus. Oh, ich schlafe mal in dem hier. Na, ah, nee, das ist mir eigentlich... Ehrlich gesagt ist mir das schon ein bisschen zuwider, wenn ich ehrlich bin. Ah, vielleicht kann man hier drin dann... Hängematte und solche Sachen reinbauen tatsächlich. Ich habe die Baustelle angelegt. Würde ich vielleicht mal probieren. Bloß nicht direkt hier. Funktioniert ja mittlerweile. Baustelle angelegt. Könnte ich mal die ganzen Häute verbraten? Ich wollte noch ein bisschen Wolle spinnen für die Reuse. Blöd, ich muss hier echt hochspringen, sonst komme ich hier nicht hoch. Erst springen und dann vorgehen, sonst anders geht's nicht. Ach hier. Ne, ich schlafe lieber drin, falls es doch anfängt zu regnen. Bin ich hier drin nämlich nicht geschützt. Oh, kann ich den Birnensaft pressen? Ah ja. Birnensaft, ja. Jetzt fehlen uns die Flaschen. Die hat irgendjemand aufs Feuer geworfen. Ich weiß nicht, was für ein Spitzkopf das war. Das wollte ich noch benutzen. Genau, so kriegt man auch noch ein bisschen Bastelskill, glaube ich.
Ich wollte demnächst eigentlich aufhören zu spielen, aber ich kann mich gerade nicht so richtig losreißen. Schweres Wort. Mitunter. Bauen wir uns doch morgen mal an die, wagen wir uns doch mal an die Reuse mit ran. Die Baumwolle habe ich jetzt. Schnüre, ich glaube, ich habe nicht genug Baumwolle. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das sagen muss, aber wir brauchen nochmal Baumwolle. Oder ich hole mir, ich töte einfach ein paar Schafe, das ist auch okay. Wir haben da drüben ja haufenweise. Kann mir eigentlich vollkommen wurscht sein. Ich bin hier das Alpha-Tier. Ah, die Hängematte würde ich gerne ausprobieren. Wenn ich sie schon hier reinsetzen kann, ist es... Im alten Strandet hatte die überhaupt keine Möglichkeit. Also man konnte die wirklich nicht benutzen. Ich habe sie ja, glaube ich, mal gebaut. Oder habe ich euch bloß gesagt? Ich weiß es nicht. Ihr konntet draufspringen, aber konntet wahrscheinlich dann auch drauf schlafen. Vielleicht hat das funktioniert, aber ich weiß es nicht. Vielleicht soll ich sie doch draußen bauen. Ich schlafe jetzt erstmal. Okay. Tag 64. Meine Hütte brennt noch immer und ich kann sie nicht löschen. Ich habe ein deutlich größeres Haus gebaut, aber es ist nicht so schön ausgebaut. Ich baue das Ding mal draußen. Hallo, du Schmetterling. Eine schöne Falle für ihn. Kommen immer zwei raus. Das Ding wird nicht aufhören zu brennen anscheinend. So, ich kann mir noch ein bisschen... Okay, doch noch gezähmt. Komisch früher. Ich hätte schwören können, dass die irgendwann aufhören, gezähmt zu sein. Hätte ich hier nicht noch alles voll Haut? Nehmen wir die. Hätte ich auch noch Fäden hier drin? Nö. Sonstiges. Hängematte. Ach ja, mein Mausrad funktioniert immer noch nicht. Okay. Produktion, Häuser, dahin. Baustelle angelegt. Warum kommt da Blutnebel, wenn ich das baue? Okay, Äste werden nicht eingelagert. Äste sind nicht mehr vorhanden. Holen wir uns doch mal ein bisschen Wolle. Ach, wisst ihr was? Ich mache das lieber mit dem Bogen. Sehr gut. Alte Klappe. Oh, das hätte ich scheren können. Ach egal, das hat mich angegriffen. Genau das, was ich brauchte. Den Schmetterling, da brauche ich auch. Ich will den haben. Sie haben irre Augen. Das macht einen Wahnsinn. Irgendwann dreht man halt durch. Im Knast kriegt man irgendwann einen Knastkoller. Ich habe einen Inselkoller. Wow. Sehr gut. Oh, Vogelcode. Seht ihr? Inselkoller. Sammelcode. Einen riesigen Haufen. Und dann erfreue ich mich dran. Inselkoller. Sie ist leer. Schauen wir morgen mal rein. Ich esse jetzt mal das Fleisch weg. Die Knochen werde ich noch gebrauchen können. Oh, mein Hamster ist erwacht. Und die Uhrzeit schon. Inselkoller. Oh, ein Blutblatt. Hier ist ein Pilz drauf gewachsen. Hier wachsen täglich Pilze. Ich will eigentlich ein paar bestimmte Sachen haben, die da drauf wachsen sollen. So, jetzt haben wir alles gebaut, was wir bauen können. Gebäude. Nichts. Ich baue jetzt erstmal bei der Produktion. Werde ich die Mine errichten. Und dann versuche ich mal reinzugehen. Und ansonsten baue ich danach eigentlich nur noch ein explosives Fass und jage ein paar Sachen in die Luft. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die ich gerne bauen. Oh, hier kann ich doch die Mine bauen.
Produktion. Minensystem. Ich habe die Baustelle angelegt. Brauche ich Steine für? Balken und Steine. Krieg mal hin. Ich schau jetzt mal die Balken. Fällt mir gerade irgendwie leichter, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich finde viel mehr Balken. Ich brauche auch viel mehr Balken, als ich gedacht habe. Balken entsprechen 80 Kilo, den lasse ich, sonst hacke ich hier wieder einen Baum um, den ich nicht umhacken will. Mit dir werde ich spielen fertig, das weiß ich. Oh, jetzt könnte ich noch ein bisschen Baumwolle holen, das will ich aber nicht. Juhu. Ich hoffe, dass ich keine Baumwolle erstmal brauche. Das ist komisch, ich hatte sonst echt immer so, dass an bestimmten Stellen hunderte von Vogelmist lagen. Habe ich nicht mehr, warum weiß ich nicht. Ich habe dann immer eingesammelt, damit er meinen Rechner nicht langsamer macht. Ich muss noch irgendwas aus dem Inventar verbrauchen. Ich werde sehr verbunden, wenn du nicht auf mich zulaufen würdest. Danke, lieber Raptor. So, wie steht's denn? 100 Gramm, das wird nicht weniger. Aber ich kann das mit dem Kalk vermischen und Salpeter draus machen direkt. Spar mal ein bisschen Platz. Und das Fleisch kann ich dann verzehren, was wir noch übrig haben. Dann haben wir auch hoffentlich dann bald genug für so ein Fass. Das baue ich dann hier irgendwo mitten rein und schiag's in die Luft. Wir haben gar nicht genug. Was habe ich denn noch, was ich in Kalk verwandeln kann? Das Fleisch kann ich essen. So, verwandeln wir das auch in Kalk. Uri-Kalk. Beten wir zum Uri. So, wenigstens 7-mal. Auf jeden Fall können wir einen Baumstamm mehr mitnehmen. Könnten wir tatsächlich fast wieder einen Baumstamm aufnehmen, oder? Das fehlt. Ein paar wenige Gramm sind es zu viel. Spitzer Zahn, das wiegt 30 Gramm. Okay, ich weiß, was ich zu tun habe. Kampf um jedes Gramm. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Aber wenn wir das kombinieren, haben wir wieder ein bisschen weniger. Reicht noch nicht. Und wenn ich das mit dem und dem verbinde, müsste es reichen. Tatsache, ich bin so gut. Ich bin so cool, hinter mir schneit's. So, dann habe ich zumindest das schon mal zusammen. Einfach nur aus der Faulheit nicht nochmal gehen zu müssen. Brauche ich bloß noch die blöden Steine. Und die werde ich ja wohl zusammenkriegen heute noch. Aber reingehen werde ich heute in die Mine nicht mehr. Ich habe schon gehabt, dass das Spiel, dass es funktioniert hat mit der Mine. Ich hatte es aber auch schon, dass es nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist immer ganz unterschiedlich und irgendwie merkwürdig, aber ich kann es versuchen, euch zu zeigen.
Ich finde das, ich muss sagen, das Minensystem nicht besonders toll. Ich wollte mal noch die Steine von drüben. Und ich baue mir einfach hier welche ab. 20. 18. Na, ist hier einfach nicht mit. Ich mache einfach irgendwann Schluss. Wenn ihr euch übrigens selbst ein Haus baut werdet und ihr baut aus Stein, braucht ihr pro Bodenplatte 20 Steine und pro Wand, pro Bodenplatte 30 Steine und pro Wand 10. Also, das ist echt anstrengend mit der Zeit. Und ich baue große Häuser normalerweise. Sitzen? Oh, wir haben es ja gleich. Ein noch. Gut, das müsste reichen. Möchte jetzt nicht reingehen. Okay. Jetzt haben wir eigentlich alles gebaut, was wir haben. Lager? Nichts weiter. Produktion. Gucken wir mal in die Häuser rein. Soweit ich weiß, findet man dann all die Sachen, die man finden kann. Wir haben tatsächlich alles gebaut. Fahrzeug. Nichts weiter. Was für ein Scheiß. Sonstiges. Okay, das explosive Fass fehlt uns natürlich noch. Ich glaube, ich baue da morgen erstmal einen explosiven Fass. Ich probiere jetzt mal die. Dieses Haus ist unkaputtbar anscheinend. Fliegen Funken rüber. Versuch's nochmal zu nutzen. Hier, sie geht!